Hallo, meine lieben Abonnenten und Nicht-Abonnenten, und herzlich willkommen zur 12. Folge von Findus wartet auf Weihnachten am, wie sollte es anders sein, 12. Dezember. Und zwar ist Halbzeit. Ja, und wir gehen in den Engel rein. Auf geht's, was hier mit heute? Jetzt fängt der Kater zu spinnen an. Oh Mann. Was hat er bloß in den Teig getan? Weiß ich nicht. Vielleicht dich? Wollknäuel, Holz und Schrauben? Ob die wohl für einen Kuchen taugen? Bestimmt nicht, aber egal. Läuft schon. Ja, egal, los, spielen. Ich frag mich, ob wir Peterson nicht beim Backen helfen können. Wir können den Kuchen doch auch für ihn backen. Zuerst nehmen wir ein bisschen Milch. Ja, okay. Milch ist immer gut. Und der Löffel... Such dir die Zutaten aus und misch sie in den Teig. Wenn alles gut verrührt ist, wird er gebacken. Was nehmen wir? Wir nehmen Holz. Hey, die Zutaten gehören Holz, doch in den Teig. Holz, ich will Holz. Ein bisschen Holz Feuerholz. Feuerholz ist super. Dann nehmen wir Weizenmehl. Jo, Weizenmehl ist auch gut auf Feuerholz. Jetzt rühre noch eine Zutat unter den Teig. Natürlich, eine Handvoll Schrauben und Nägel. Schrauben und Nägel sind eine super gute Idee. Und zum Schluss ein kleines Ei. Mit Pelle. Und jetzt passt das, oder wie? Das wird bestimmt voll der Premium-Kuchen. Fertig, jetzt geht die Ofentüre zu und der Kuchen wird gebacken. Das ist ein super Plan. Das ist auch eine richtig moderne Uhr. Die gar nicht laggt, bevor sie donkt oder so. Nein, nein. Ein hübsches Schraubenbrot. Wirklich ja. Toll. Was zum Geier? Ich meine, wer denkt sich sowas aus? Also, das kann man jetzt die anderen ausprobieren? Gibt es ja unterschiedliche Sachen, die rauskommen können? Ja, gab es. Zuerst nehmen wir ein bisschen Milch. Genau, ja, es gibt Milch. Milch, ich überspringe. Klick. Das funktioniert nicht. Klick. Such dir die Zutaten aus und Peterson's Hut. Nehmen wir so einen tollen Hut. Wir wissen, was mit dem Hut passiert. Dann nehmen wir Weizenmehl. Ja, Weizenmehl. Ich hab's verstanden. Los, zeig mir Weizenmehl. Mehr Weizenmehl. Was kann passieren? Jetzt rühre noch eine Zutat und eine Handvoll Schrauben. Erstmal alles mit Schrauben ausprobieren. Und zum Schluss ein kleines Ei. Und dann alles mit Garn. Das wird schon passen, irgendwie. Fertig. Jetzt geht die Ofentüre zu und der Kuchen wird gebacken. Ja, ich weiß. Los, komm. Los. Ja, Kuchen. Jetzt. Kuchen. Es ist Kuchenzeit. Ein Hut. Wow, was für ein Hutsoufflé. Das sieht ja genauso aus wie Petersons Hut. Ein Hutsoufflé. Und es macht komische Sachen. Wieso ein Hutsoufflé? Zuerst nehmen wir ein bisschen Milch. Stellt man das überhaupt noch in Frage? Aha, Milch. Such dir die Zutaten aus, ein paar Fleischklößchen. Fleischklößchen sind... Nicht Steam, böses Steam. Tschüss, Steam. Dich braucht jetzt gerade keiner. Ja, Weizenmehl, ich hab's verstanden. Und jetzt wieder Schrauben und Nägel. Jetzt rühre noch eine Handvoll Schrauben und Nägel. Ja, was passiert? Und zum Schluss ein kleines Ei. Ein Ei, das passiert. Oh nein. Aber was passiert, wenn das Ei drin ist und die Ofentüre zugeht und der Kuchen gebacken wird? Fertig, jetzt geht die Ofentüre zu und der Kuchen wird gebacken. Also jetzt, was passiert jetzt? Oh nein. Dong. Oh nein. Und was passiert? Was ist drin? Oh je, ein Fleischklößchenflieger. Oh, der haut ja ab. Hilfe. Flugzeuge bauen für die Werkel? Nein, wahrscheinlich nicht, aber egal. Ja, super Fleischklößchenbomber. Damit wird die Welt untergehen mit Fleischklößchen-Bonbon. Die werden Fleischklößchen fallen lassen und dann ist es wie bei Wolkig mit Aussicht. Ah, egal. Nein. Such dir die Zutaten aus und misch sie in den Holz ein bisschen Feuerholz. Holz. Ja, Feuerholz. Aber jetzt mit. Dann nehmen wir nicht Weizenmehl. Mehr mit Schrauben und Nägel. Schrauben und Nägel braucht nämlich keiner. Wir brauchen jetzt. Los. Jetzt rühre noch ein Wollknäuel. Ein Wollknäuel, genau. Weil Katzen spielen gerne mit Wollknäuel. Und zum Schluss ein kleines Ei. Die sind sowas wie Katzen, bloß in Wolliger. Mit Knäulen. Und Fellhabel. Jetzt geht die Ofentüre zu und der Kuchen wird gebacken. Wow, das ist der Hammer. Jetzt klick. Ja, super tolle Premium-Animation hier so mit den Dingen. Das macht so Gedöns. Weil das ist alles toll. Und dong, super tiefe Glocke für so ein kleines Dingsi. Aber... Lecker, ein Korb frisch gebackener Schnecken. Prima. Er hat den Korb natürlich mitgebacken. Das ist völlig... Was zum Geier? Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Ich meine, das ist einfach so... Na, das kann man sogar essen. Zuerst nehmen wir Was war das nochmal mit Feuerholz und... Ach, egal.
Ich sag's euch, was die Kinder davon denken werden und machen. Oh, Such dir die Mann. Zutaten aus und mit Oh, Peppersons Hut. Papas Sonntagshut. Erst mal Dann schrauben nehmen und dann wir ab in den Weizenmehl. Backofen. Dass hier nicht irgendwie steht, Achtung, Kinder, nicht zu Hause nachmachen, das kann nur Findus. Jetzt rühre noch ein Also Wollknäuel. ernsthaft, das meine ich jetzt ganz im Ernst, das waren noch die Zeiten, wo Und sowas noch zum Schluss scheißegal ein war. kleines Ei. Da ist keinen interessiert nach dem Motto, aber die Kinder könnten ja auf schlechte Gedanken kommen. Fertig, jetzt geht die Na, das Ofentüre war, zu da waren und der die Kuchen wird Zeiten noch in gebacken. Ordnung. Und ich merke gerade, dass mein Fenster ziemlich weit oben ist, also wird das Video wahrscheinlich nicht ganz mittig sein. Nein, egal. Ha, ihr seid mir egal. Dong und... Hast du das gesehen? Kleine Pettersson-Lebkuchenmänner. Wo kommt die Brille her, ist die Frage. Und was zum Geier? Ich meine, was zum Geier? Wer, Zuerst nein. nehmen wir ein bisschen Milch. Nein, Findus hat die bestimmt auch mitgegessen, die Mützen. Zuzutrauen wäre es ihm ja. Super Rührer-Animation mit so drei verschiedenen Bildern, die hier die ganze Zeit Such dir irgendwie die krähen. Zutaten aus und So, misch jetzt sie kommt in die ein paar letzte. Fleischklößchen. Fleischklößchen und Pfann. Was Dann denkt ihr, nehmen was wir dabei rauskommen Weizenmehl. würde? Nein, YouTube. Nein, YouTube. Ich will jetzt nicht spielen. Nein, ich meine, natürlich Steam. Jetzt rühre noch Ich ein habe extra auf Wollknäuel. Beschäftigt gestellt. Was geht denn hier ab? Ich hätte vielleicht Und offline. zum Na, Schluss ein egal. kleines Ei. Naja, los, dreh dich. Dreh dich. Fertig, jetzt Super. geht die Ofentüre zu Super und der Kuchen Ofentüre. wird gebacken. Und der Kuchen wird jetzt gebacken und klicker, Dong. 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 Und es ist eine. Na sowas, eine Fleischklößchen-Tante. Die sieht ja lustig aus. Wieso? Warum? Zuerst Nein. nehmen wir ein bisschen Nein, Milch. nein, nein, nein. Wir haben alles durchgearbeitet. Alles klar. Also, wenn ihr auch eine Fleischklößchen-Tante backen wollt, das offizielle Rezept. Nein. Nein, das offizielle Rezept ist nicht in der Videobeschreibung und ihr werdet keine Fleischklößchen-Tante backen. Und wenn ihr es tut, dann bitte private Nachricht an mich mit einem angehängten Video. Ich will das sehen. Weil, was zum Geier? Die armen Kinder. Hier. Morgen sind die tollen Zimtschnecken dran. Und mit den tollen Zimtschnecken sehen wir uns morgen wieder, weil sie sind morgen dran. Also, bis morgen mit tollen Zimtschnecken. Das ist das gleiche Auto wie gestern gewesen. Egal. Tschüss.